Um mein Verification-Bot auf euren Discord-Server hinzuzufügen, navigiert ihr zuerst auf die in der Videobeschreibung verlinkte Website. Hier findet ihr einen Text, wie ihr das Ganze genau einrichtet, das zeige ich euch zwar auch in diesem Video, aber ich empfehle dringend, diesen Text sich vorher durchzulesen. Falls ihr kein Englisch könnt, könnt ihr auch den Google-Übersetzer benutzen und das Ganze damit übersetzen lassen, in eine Sprache, die ihr versteht, zum Beispiel Deutsch. Aber ich empfehle dringend, das vorher erstmal durchzulesen. Und wenn ihr damit fertig seid, klickt ihr auf Add to your Server. Wählt nun den Server aus, auf dem ihr den Bot hinzufügen möchtet. Nun wird gefragt, welche Berechtigung der Bot haben soll. Und ich empfehle dringend, die bereits angewählten Berechtigungen so zu lassen, wie sie sind, denn sonst kann es zu Fehlern kommen. Klickt nun auf Autorisieren und löst das Captcha. Nun solltet ihr die Meldung haben, dass das Ganze autorisiert wurde und ihr könnt diesen Tab schließen. Nun könnt ihr auf euren Discord-Server gehen und ihr solltet den Bot dann hier finden, mit den bereits festgelegten Berechtigungen, die wir ja gerade eingestellt haben. Ebenfalls solltet ihr, wenn ihr der Serverbesitzer seid, eine DM bekommen haben. Wenn ihr kein Serverbesitzer seid, bekommt dann eben euer Serverbesitzer diese DM mit einer kleinen Nachricht, wo ihr auch einen Link zu dieser Seite hier findet, sowie auch einen Link zu meinem Community-Discord-Server. Der Bot läuft bisher erstmal noch passiv im Hintergrund mit. Das wollen wir ändern. Nun solltet ihr euch einen Channel erstellen, auf dem nichts wirklich geschrieben wird, also am besten einen neuen erstellen und den noch ganz nach oben schieben. Dieser ist dann nämlich für die Verifikation, für den Code. Und wenn ihr den Channel ausgewählt habt, gebt ihr ein Add Verification. Dieser Befehl kann nur als Administrator ausgeführt werden. Und ihr solltet anschließend diese Meldung hier bekommen, dass das Ganze erfolgreich gesetzt wurde. Sollten hierbei irgendwelche Fehlermeldungen kommen, dann kann es sein, dass die Rechte entsprechend nicht ordentlich eingestellt wurden. Die Nachrichten verschwinden auch von selbst. Sollten hier irgendwelche Fehlermeldungen kommen, dann geht nochmal in die entsprechenden Channel-Einstellungen und überprüft, ob die Berechtigungen hier entsprechend richtig gesetzt sind. Das wird automatisch in allen Channels vorgenommen. Also solltet ihr das am besten auf jeden Fall nochmal überprüfen, dass da auch wirklich alles richtig eingestellt ist. Nun könnt ihr hier in dem Verifikationschannel, wenn ihr Administrator seid, eine Nachricht hinterlassen, was neue Nutzer machen müssen. Ihr könnt das natürlich auch in eine entsprechende Willkommensnachricht hinterlegen. Diese könnte zum Beispiel so aussehen. Natürlich würde ich euch empfehlen, da etwas genauer zu sein und das Ganze jetzt nicht so, ich sag jetzt mal, komisch zu schreiben. Nun laden wir einen zweiten Account auf diesen Server ein. Wie man sieht, hat dieser zweite Account nur Zugriff auf den Verified Channel und bisher noch nicht auf irgendwelche anderen Kanäle. Wenn er jetzt hier in den Chat irgendwas reinschreibt, dann verschwindet die Nachricht direkt. Dieses Nutzer muss jetzt, wie es ja hier oben steht, deswegen empfehle ich euch auch hier eine Nachricht zu hinterlegen, den Verify-Befehl eingeben. Anschließend antwortet der Bot, dass ihr einen Code eingeben sollt. Dieser wird jedes Mal zufällig generiert, ist also nicht vorhersehbar, was da kommt. Diesen nun einfach eingeben und wenn ihr das gemacht habt, wird euch in der Erfolgsmeldung angezeigt, der Channel verschwindet und ihr könnt auf die normalen Serverkanäle zugreifen. Auch das Schreiben funktioniert jetzt problemlos. Solltet ihr als Administrator die Verifikation wieder entfernen wollen, könnt ihr entweder einfach den Bot vom Server werfen, dann durch die entsprechenden Rechte hier wieder rausnehmen, also dieses Not Verified und Verified müsst ihr dann natürlich löschen. Und wenn ihr einfach nur den Channel ändern wollt, löscht ihr entweder einfach diesen Kanal hier oder ihr gebt den Befehl Remove Verification ein. Bis dieser eigens erfolgreich ausgeführt wird, kann es etwas dauern. Von daher würde ich euch empfehlen, einfach den Kanal zu löschen und einen neuen zu definieren, wenn ihr das dann wünscht. Sollte es Fragen oder Probleme geben, könnt ihr ganz einfach einen Rechtsklick hier auf den Bot machen und auf Nachricht klicken. Dort könnt ihr jetzt hier eine entsprechende Frage eingeben, das hier bekommt man natürlich bei euch nicht. Und dort könnt ihr dann eine entsprechende Frage eingeben, falls ihr ein Problem haben solltet. Fügt am besten auch einen Link zu eurem Discord-Server hinzu, dass wir uns das Ganze genauer anschauen können. Alternativ kannst du natürlich auch direkt meinem Community-Server joinen und mich da direkt per DM anschreiben. Falls du Feedback oder sonstiges hast, kannst du es auch gerne hier an die Nachricht schreiben oder hier in die YouTube-Kommentare. Das ist dir freigestellt, du kannst es mir auch per DM in Discord schicken. Und das war's dann auch schon mit diesem Einrichtungsvideo. Falls du Fragen haben solltest, kannst du die auch gerne reinschreiben oder in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass du viel Spaß hast und viel Erfolg. Bis bald und ciao.